Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ja, hier habe ich mein drittes Food Diary für dich. Ich hoffe, ich kann dir mit dem Video so ein bisschen Inspiration geben. Ich habe wieder allerhand Sachen gekocht und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Zum Abendessen gibt es für mich eine Gemüsepfanne mit Hühnchenbrust, Bohnen, Kidneybohnen, Mais und Pizzatomaten. Das einfach alles schön durchkochen lassen. Und das ist mein leckeres Abendessen für heute. Auch morgen und das bedeutet Frühstückszeit. Für mich gibt es heute zum Frühstück Brot mit Käse und eine Banane dazu. Das nächste Gericht an diesem Tag wird eine Spaghetti Bolognese mit passierten Tomaten, Knoblauch, Hackfleisch und so weiter. Und was ich mache, ich nehme die Hälfte von normalen Spaghetti und von Dinkelspaghetti. Und ich mische die halt einfach, damit halt nicht nur die Dinkelspaghetti rausschmecken. Zwischenstand, ich konnte heute Mittag allerdings nicht mein Mittagessen filmen, da auf der Arbeit ziemlich viel los war und so. Und zwar habe ich heute Mittag gegessen, einfach ein Stück Hühnchenbrust und ein paar Kidneybohnen. Das Stück besteht aus Joghurt mit Banane, etwas Süßstoff und auch einer Tasse Milch. Wie du ja gesehen hast, gab es zum Mittag Brot und eine Wurst und dazu dann eine Karotte klein geschnitten. Und da jetzt von gestern noch Essen übrig geblieben ist, gibt es für mich jetzt heute nochmal Spaghetti, Bolognese mit normalen Spaghetti und Dinkelspaghettis. Und heute ist Freitagmorgen, es gibt wieder Joghurt mit Banane und ein paar Nüssen. Ganz lieben Freundin zu Besuch und zum Abendessen gibt es Rosenkohlgrotte mit ein paar Kartoffeln und wir lassen es uns jetzt schmecken. Das sieht super, super lecker aus. Frühstückszeit, es ist Samstagmorgen, es gibt Brötchen und Milch und ein bisschen Aufschnitt. Ja, und das ist unser Frühstück heute. Und heute Kentucky. Es ist Sonntagmorgen und der letzte Tag meines Food Diaries für diese Woche, ja, neigt sich dem Ende. Heute Morgen gibt es wieder Brötchen mit ein bisschen Auflage und auch die Waage hat wieder ein halbes Kilo weniger angezeigt, also bin ich da recht zufrieden. Und die letzte Mahlzeit heute besteht aus Hühnchenbrust im Gemüsebett, bestehend aus Champignons, Paprika, Zucchini, ein bisschen Gemüsebrühe und halt Hühnchenbrust.